Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zurück zu Dead Space. Ja, KI wurde ausgeschaltet, zum Glück. Hat mich schon ein bisschen genervt. Und nun müssen wir erstmal die Scheiße hier überbringen. Safety first. Nee, keine Ahnung. Keine Chance hier. Also lange warten. So. Gut, Timer läuft. Ich brauche langsam mal einen Job oder sowas. Nichts in der Nähe. Nicht mein Job. Ist ja geil. Das wäre mir aber nicht gefallen hier. Wird doch irgendwas passieren, oder? Nein! Ja, jetzt weiß ich, warum ich Single bin. Ich glaube, da hätte ich auch keinen Bock drauf, ganz ehrlich. Ist mir schon ein bisschen zu blöd, die Alte. Aber du stirbst auch noch, keine Sorge. Ich schicke dich dorthin, wo du hergekommen bist. So. Oh, keine Luft. Auch gut. Wo muss ich denn hin? Was muss ich denn machen? Ja, da weiß ich auch, aber... Da hoch. Aha. Wie komme ich jetzt gleich nochmal los? Ah, da. I believe fucking fly. So. Ellie, scheinbar sind zwei Reflektoren falsch ausgerichtet. Wie hält er sich? Er hyperventiliert nicht mehr. Aber ich weiß nicht, wie lange er noch durchhält. War klar, dass er mich aufhalten würde. Mit Stross würden auch meine Chancen sterben, den Marker zu zerstören. Halten Sie ihn am Leben und bringen Sie ihn zu den Paneelen. Okay, Ellie, einer wäre geschafft. Wie sieht's bei Ihnen aus? Wir versuchen jetzt, die Abdeckungen zu öffnen. Stross, helfen Sie mir mal. Er wird mir wehtun. Ich bin nicht stark genug. Ich verspreche, ich schütze Sie. Nur kommen Sie her und helfen Sie mir. Ehrlich mal, ein bisschen Kooperation, dann klappt das ja alles. Irgendwas ist auf den Kollektoren. Das ist... Alter Verwalter! Da sind Tausende von denen. Sie strömen auseinander. Ellie, verschwinden Sie da! Oh Gott, Sie kommen hierher! Laufen Sie weg hier! Ellie, kommen! Ellie! Ellie! Scheiße! Hör mal auf mit dem Mist. Weißt du, hat man eh schon kaum Luft. Und dann kommt noch so ein Mist. Ja, mal den Mist hier auffüllen. Ist das hakelig alles. So. Minikit. Oder Gesundheitspack. Dürfte ich jetzt ausrichten? Dankeschön. Ist aber auch alles so hakelig hier. Alles ein bisschen schneller, dankeschön. Läuft. Da ist keine Atemenergie jetzt auf einmal da. Auch, ist auch okay. Transitknoten unterwegs. Sie zerstören alles, was ihnen in die Quere kommt. Scheiße, sie schneiden uns den Weg ab. Gehen Sie zum Knoten, wir treffen uns dort. Ob das wirklich so eine geile Idee ist? Nein, bleib hier! Wo muss ich denn hin eigentlich? Habe ich noch so viel Energie? Warum zeigt eigentlich keine
Atemenergie an? Also hat er jetzt unbegrenzt Luft oder wie sieht das hier aus? Ich lade trotzdem mal auf. Sicher ist sicher. Wie, wohin muss ich? Hier wieder rein, oder was? Ah ja, na genau. Gut. Bin wieder da. Austritt Schwerelosigkeit. Ellie, kommen! Isaac, wir müssen den Regierungssektor durchquert haben, bevor sie uns abschneiden. Sie werden es nicht rechtzeitig herunterschaffen. Ich werde da sein, Schrei doch nicht so rum, schrei doch nicht so rum. Instabilität in der Ausrichtung der Anlage entdeckt. Schleudersitze werden initialisiert. Bitte was? So war das aber nicht geplant. Das hat mir keiner gesagt. Wow! Okay, macht er allein. Zum Glück. Achso, ich muss... Oi! Oh! Ah, da bin ich schlecht drin. In sowas. Alter Verwalter. Was ist da denn los? Genau, jetzt drehe ich genau zu dem Zeitpunkt, wo ich... Oh, fick. Warum bricht hier eigentlich alles auseinander? Wo komme ich jetzt eigentlich hier hin? Ach, in die Stadt wieder zurück. Schau mal, Kick. Autsch. Ah. Boah, was bist du? Batman? Superman? Hulk? Oder wer bist du? Läuft. Wie, ich hab keinen Platz. So ein Scheiß. Brennstoff brauche ich nicht. Nein! Nein, brauche ich nicht. Was ist das für ein Hintergrundgeräusch? Klingt, als waren irgendwie viele Zivilisten eingeschlossen. Ellie, wo sind Sie? Draußen, beeilen Sie sich! Schön ruhig. Wir haben alle Zeit damit. Ich sagte, wir haben alle Zeit der Welt. So. Jetzt heißt es erstmal verkaufen. Laserkanone. Aufzuladen. Ekelhaft. Verkaufen. Verkaufen. Bewegen. Verkaufen. Verkaufen. So viel Munition brauche ich dann doch auch wieder nicht. So rum. Und die bewegen wir noch mal ein bisschen. Bewegen. So hätte ich erstmal alles, ne? Mein Medikit reinklatschen. Hier speichern. Und dann geht das sofort weiter. Also natürlich, ich lasse die Aufnahme laufen. Also so ist er nicht jetzt. So. Jetzt wird gleich Kapitel 8 sein. So wie ich das Spiel kenne. Großer Platz. Hier gibt's Party. Ach, ihr Drecksbalger. Was wollt ihr denn wieder? Bleibt einfach liegen. Habt dann mehr davon. Glaubt mir. Isaac, ich versuche die CEC-Tür auf ihrer Ebene zu öffnen. Moment. Aber das gegebenenfalls heute noch. Ja. Weil... Luft wird schon ein bisschen knapp. Sonst ist aber alles okay. Ich plünder hier einfach mal alles. Scheiß Schloss.
Ich gebe meine Code ein, aber es funktioniert nicht. Ah, was willst du denn? Was willst du denn hier eigentlich? Was willst du eigentlich? Habt ihr denn alle keine Hobbys oder wie sieht das hier aus? Ja, ich bin dafür autorisiert. Geh auf, du Scheißding. Ja, heute noch. Die Luft wird knapp. Ich will es nur mal gesagt haben. So. Sie ist offen. Los, Eisen. Ah! Ich gehe ja schon, ich gehe ja schon. Schnauze voll, ich gehe. Das Ding hat mein Leben gerettet. Ellie, sind Sie da? Haben Sie es geschafft? Scheiße, Isaac. Nur... Scheiße. Beruhigen Sie sich. Alles ist okay. Nichts ist okay. Heute Morgen fing ich mit 30 Leuten an zu arbeiten. Wir wurden überrannt. Und plötzlich waren alle transformiert. Ich musste meinen Freunden die Arme und Beine abtrennen, um fliehen zu können. Bestimmt liegen die Leichenteile noch irgendwo hier rum. Ellie, ich weiß. Und es tut mir leid. Nun bin ich wieder hier. Ich bin die ganze Zeit in einem Scheißkreis gelaufen. Wir schaffen das. Lassen Sie uns jetzt besprechen, wo wir uns treffen. Okay. In der Hauptanlage gibt es einen zentralen Knotenpunkt. Hier sind die Koordinaten. Ist ja ein Traum hier. Oh, ich bin wieder hier. Ja, Kapitel 8, na war ja klar. Ja, es sind nur noch 4 Kapitel. So viel ist es also nicht mehr. Schade eigentlich. Ich gewöhne mich langsam dran. Alle Teams, hier spricht Caleb. Xenogeologe der Lenkfortschicht 1. Was ist denn der Anlage? Wir haben 3 Leute verloren und daraus Schicht 4 nicht. Hier kommt der Transport. Alle mal bereit halten, falls da noch welche. Wir verlassen unsere Schicht und gehen nach oben. Alle sind angewiesen, das Gleiche zu tun. Kommunikation ist schwankend. Tja, wie sehr haben sie überlebt? Und Mach uns ganz alt war also auch wieder da. Hat nicht so ganz funktioniert, ne? Verkaufen. Bewegen. Bewegen. Das Medikit muss reichen. Und wir... speichern. Mal wieder. Sind bei 13 Minuten. Ja, ist ein kleiner Part. Scheiß drauf. Scheiß doch einfach da unten drauf. Wir machen einfach weiter. Nee, ich habe mich entschlossen, wir machen einen Cut. Alter, was ist da denn drin los? Also wenn hier nicht mach uns ganz alte da ist, also dann weiß ich auch nicht weiter. Also dann... also hier ging ja richtig die Luzi... das war ich, oh meine Fresse. Ach, komm schon. Muss es denn wirklich sein? Dann mal hier den Feind. Anzug Level 5. Oh, was ist da denn los? Wow. Oh.
Oh. Wow. Ist überhaupt autorisiert, hier hinzukommen? Sicherlich nicht. Ja, du Kines, da gehen wir nochmal zurück. Weil wir schon gern den Anzug haben. Wenn schon, denn schon. Zum Glück habe ich nichts gekauft. Ein klassischer Anzug. Gegenstände im Shop. 10% billiger. Okay. Oh, 40.000. Oh, wir haben gerade zu viel. Na dann, mach mal hin hier. Das Zeug billiger ist. Nee, Mister. What the fuck, was ist das denn? Ich will doch nicht tauchen gehen. Naja. Sieht aus wie eine Taucherausrüstung. Aber ich will ja mal nicht meckern. Oh, kann man nee, nicht bewegen. Scheiß aufstoßen. Ich will das Ding verkaufen. Dankeschön. Ach, die kann man trotzdem behalten. Ah. Aber ist schon ein bisschen unfair, ne? Ich meine, der hat 10. Gut, den, ja. Das ist ja... Nee, nicht ausrüsten. Da hat man einen Sicherheitsanzug. Der hat Waffenbonus, hat aber plus 15 Slots. Mit 10% Panzerung. Der, den wir jetzt haben, hat bessere Panzerung und mehr Slots. Verlierst aber dementsprechend diesen 5% Bonusschaden. Ich habe die Waffe zwar eh nicht mehr, soll es egal sein, aber schon irgendwie ein bisschen komisch gemacht. Was ist das denn für ein Anzug, sag mal? Ich sag's nochmal, ich will nicht tauchen. Sieht ein bisschen komisch aus, aber gut. Mehr Inventarslots. Was will man denn mehr? Gut, aber da würde ich sagen, jetzt machen wir einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, kommentieren und Spaß dabei haben. Wir sehen uns. Bis dahin.